Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung der Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Spiel, Theater, Quiz. Spielerische Programm in Bol. 35 Jahre Verein Freundskreis Ufalu. Ein Fest im Dorf. Neue Pläne, neue Ideen. Neue Kulturmanagerin im Lenau-Haus. Kinderlieder, Kinderlärm, Zentrum, Programme im HDU. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr das Spiel Theater Quiz in Bol organisiert. Durch spielerische, schauspielerische Übungen konnten die Kinder einen ganzen Vormittag lang etwas über die ungarndeutsche Tradition und die Branauer Kleinstadt lernen. In Bol werden für Kinder und Jugendliche viele traditionelle Aktivitäten angeboten. Das war auch im Oktober nicht anders, als im Erzsébet-Vigadó ein spezielles Programm organisiert wurde, bei dem Teams von 5-6 Personen eingeladen waren. Heute sind wir in Bol. Wir organisieren heute einen Spieltheater-Quiz-Vormittag für Jugendliche. Die Jugendlichen kommen aus der Umgebung von Bol und dieses Programm wird unterstützt durch GO2. Es freut uns sehr, weil es sind ungefähr 20 Jugendliche. Sie sind zwischen 14 und 20 Jahre alt. Und an diesem Tag machen sie dramapädagogische Aufgaben. Dann sind mehrere Stationen. Eine Station ist bei der Bibliothek. Dort müssen sie einen deutschsprachigen Diafilm vorlesen und auch andere Aufgaben machen. Und dann im Museum haben sie auch verschiedene ungarndeutsche Aufgaben. Das Programm wurde von zahlreichen Kindern aus den umliegenden Dörfern besucht. Emily ist vor kurzem aus Deutschland hierher gezogen und geht gerne mit ihren Freunden zu traditionellen Veranstaltungen. Ich heiße Emily Gilbert, ich bin 14 Jahre alt und ich bin hierher gekommen, heute hier in Bol. In der Vigadó, weil wir heute hier ein deutsches Programm haben. Und ich wohne jetzt in Töttösch und komme aus Deutschland in der Nähe von Altötting. Und es macht mir sehr Spaß, heute hier zu sein. Ich besuche hier in Bol die Grundschule und es macht mir sehr viel Spaß, auf der Schule zu lernen. An der Boler Grundschule können die Kinder auch eine Deutschprüfung ablegen. Jedes Jahr kommt ein Freiwilliger aus Deutschland, um den Kindern zu helfen, mit ihnen zu sprechen, damit sie Vertrauen in ihr Deutsch gewinnen, die Sprachprüfung bestehen. Dieses Jahr hilft Sophie den Kindern dabei. Ich bin Sophie und ich bin jetzt für ein Jahr in Bol an der Boler Grundschule. Ich mache einen Freiwilligendienst mit Kulturweit und hoffe jetzt in diesem Jahr ganz viel aus Ungarn mitzubekommen und über die ungarn-deutsche Kultur zu lernen. Im Moment bin ich in den verschiedenen Klassen unterwegs, im Moment noch bei den ganz kleinen und später dann wahrscheinlich aber auch in den höheren Klassen. Und außerdem kann ich in der DSD-Vorbereitung ein wenig helfen und da als Muttersprachlerin helfen. Heute findet hier ein Programm, ein ungarndeutsches Programm statt für Jugendliche und weil das ja auch viel mit der Kultur zu tun hat, was mich sehr interessiert, freue ich mich hier dabei zu sein und jetzt wird getanzt und später werden wir noch einen Spaziergang durchs Dorf machen und lernen. Das Programm wurde von der GO2 in Bol organisiert. Der Verein konzentriert sich jetzt auf die Region Branau und versucht, hier mehr Programme zu verwirklichen. Wir haben viele unterschiedliche Programme durch das Jahr, zum Beispiel Sportprogramme, Kinderprogramme. Aber jetzt fokussieren wir auf diese Branauer Region. Und wir hatten zum Beispiel auch vor einem Jahr ein Programm, die auf die Region von Weißenburg fokussiert. Also es ist unterschiedlich. Und zum Beispiel, wir haben in jedem Jahr ein großes Ball. Es ist der Vorsilvester und dieses Ball bleibt noch übrig für dieses Jahr. Und es wird in dieses Jahr in Pilisvörösvár, Verisvár.
aber in letztes Jahr war es in der Branau, in Kötschinge, in Görtschen, in der Bocca. Also ja, sehr unterschiedlich, aber wir haben in einem Jahr ca. 10-12 Programme, also wir können sagen, dass wir monatlich etwas veranstalten. Es ist wichtig, dass junge Menschen auf spielerische Weise etwas über die ungarischen Traditionen erfahren können. Das ist der Zweck dieses Programms. Die Organisatoren hoffen, dass es in den kommenden Jahren ein großer Erfolg sein wird. Ich glaube, für die Jugendlichen ist es sehr wichtig, dass sie zusammen sind, zusammen spielen, zusammen sich kennenlernen und dass auch die deutschen Nationalitätenaufgaben helfen, ihre Identität weiterzugeben. Die nächste große Veranstaltung der GIOTU wird der Vorsilvester sein, der dieses Jahr in Ferisvár die Gäste erwartet. Alle sind zu dieser und allen anderen Veranstaltungen willkommen. Der Verein Freundeskreis Ofalu feierte sein 35-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wurde im Dorf ein Treffen für die ehemaligen Vereinsmitglieder organisiert. Auf der Veranstaltung ertönte ungarische Lieder durch, die das Treffen noch feierlicher wurde. Der Verein, der seit mehr als 30 Jahren besteht, hat eine interessante Geschichte. Marta Vörös, Vorsitzende, hat unserem Team davon erzählt. Az Egyesület anno 1989-ben egy olyan társaság részvételével alakult meg, akik tiltakoztak az atomtemető Ófalu melletti telepítése miatt. Voltak akkor itt hétvégi háztulajdonosok, Gékovács András, Révész Mária, Kerényi János, az ófalusiak közül Bekri Erzsébet, Kófiás Endre, Koch Márton álltak az élére ennek a szervezkedésnek, és ők voltak azok, akik utána az ő segítségükkel alakult meg az Egyesület. Ez volt az elsődleges cél. Aztán később, amikor megfogalmazódott, amikor az alapító okira le lett fektetve, akkor megfogalmazódott a német anyanyelv ápolása, a német nemzetiségi hagyományok őrzése, a falu fejlesztés, a falu tisztántartása, a virágosítás, azon kívül a különböző önkormányzat által szervezett rendezvényeknek a segítése. Zu den Zielen des Vereins gehörte es, das Dorf zweisprachig zu erhalten und die ungarischen Traditionen und Bräuche zu bewahren. Erfreulicherweise wurde dies erreicht, denn alle Veranstaltungen im Dorf werden zweisprachig in ungarischer und deutscher Sprache abgehalten. Das ist ja ein schönes Jubiläum, denn ein Verein in dieser Zeit, das war ja noch im Kommunismus, da sind noch wenig Vereine also gegründet worden. Und bei uns war das auch ein Grund, der eigentlich unsere Zukunft bestimmen sollte. Das war das Bator-Party, wo jetzt die Atommüllablagerung ist. Das wollte sie ursprünglich nach Ofalu. Und da damals sehr wenig Informationen waren und es eine andere Welt war, mit wie man mit den Leuten kommuniziert hat, wie man umgegangen ist, deswegen haben wir dann mit Hilfe von Leuten von Pech, die in Ofalu ein Wochenendhaus hatten, mit denen ihre Hilfe haben wir dann einen Verein gegründet, damit wir gemeinsam besser auftreten können und unser Interesse vertreten. Gott sei Dank haben wir damals, Ofalu ist ja ein hauptsächlich ungarndeutsches Dorf, haben wir auch damals in den Urkunden solche Ziele festgelegt, zum Beispiel die Zweisprachigkeit oder die Traditionpflege oder im Ort einfach aktiv zu sein, was heute noch immer standhaft ist. Und deswegen ist es auch, dass dieses Jubiläum, wir haben damals den Verein mit 35 Leuten gegründet. Und wir sind auch heute so ziemlich 35 noch immer, aber wir haben dabei jetzt auch schon eine Partnerschaft gegründet durch den Verein am Anfang, wo jetzt auch 13 Leute hier vertreten sind. Anlässlich des 35-jährigen Bestehens wurde eine gemeinsame Feier im Dorf organisiert, zu der alle ehemaligen Mitglieder, Vorsitzende und Gründer eingeladen waren. Es wurde für die Gäste ein buntes Kulturprogramm vorbereitet.
Ofalu war immer, und ich hoffe, es bleibt noch lange zweisprachig. Ich finde, das ist unsere Stärke. Und deswegen haben wir auch immer im kulturellen Programm von der Umgebung hauptsächlich ungarndeutsche Kulturvermittler. Harmonikaspiel gehört ja zu den Ungarndeutschen. Aber ich freue mich auch sehr, dass jemand hier vom Ort, der Wildonger Janusz Baci ist 82 und er spielt auch heute bei uns einige Spiele auf seiner Knopfharmonie. Die Selbstverwaltung des Dorfes hält es für wichtig, die ungarndeutschen Traditionen zu pflegen, was sich auch in den Veranstaltungen widerspiegelt. Die Bürgermeisterin des Dorfes betonte, dass diese Veranstaltungen die Menschen zusammenbringen. Minden olyan rendezvényünk, ami falu szintű rendezvény, sőt azon kívül is, amik vannak kisebb volumenűek, kétnyelvű. Tehát minden rendezvényen két nyelven zajlik a műsor. Most is várunk ide egyébként a harmonikás lányokat, akik német nemzetiségi dalokat fognak játszani nekünk. Azért fontos a település számára, mert a közösség építő ereje nagyon-nagyon magas. Összefogva sokkal többet tudunk elérni a településen, mint hogyha mindenki külön-külön próbál valamit csinálni. Többször szerveztünk már közösen az egyesületekkel társadalmi munkát, faluszépítési programokat, és én remélem, hogy ez ezután is így lesz. Rendezvényekben is tevékenyen részt vesz minden egyesületünk. Tiroler der traditionspflegenden Gruppen ist in Ofalu wichtig. Die Selbstverwaltung möchte diesen Gruppen weiterhin eine besondere Aufmerksamkeit schenken, um so das Brauchtum der Ungarndeutschen zu erhalten. Du liegst mir im Herzen, du liegst mir im Sinn, du machst mir viel Schmerzen, weiß ich, wie gut ich dir bin. Wir möchten Ihnen die neue Kulturmanagerin des Lenau-Hauses, Jasmin Schneider, vorstellen. Jasmin kommt aus Deutschland zum Kulturverein und versucht, bestehende Projekte weiterzuführen und eigene zu erfinden. Die Kulturmanagerin stellte ihre eigenen Ideen und ihre bisherigen Erfahrungen vor. Ich bin Jasmin Schneider. Ich bin jetzt seit dem 10. September in Peach und habe vorher in Berlin meinen Master gemacht an der Humboldt-Universität zu Berlin und im Anschluss dort auch im Bereich der Erwachsenenbildung gearbeitet und habe vorher während meines Studiums der Kulturwissenschaften auch schon ein bisschen im Bereich von Kulturfestivals gearbeitet und im Bereich von Filmproduktion. Genau, und ich bin seit ganz grob seit einem Jahr ein bisschen mehr an Ungarn interessiert gewesen, im Anschluss an einen Urlaub in Ungarn und habe mich dann, nachdem ich die Ausschreibung für die Kulturmanagerstellen in Südost- und Osteuropa des IFAs gesehen habe, direkt irgendwie für Peach interessiert. Also ich habe mir die Stadt angeschaut, ich war noch nie vorher in Peach, aber fand sie sofort sehr, sehr schön. Ich bin als Kulturmanagerin tätig. Das heißt, ich bin dafür zuständig, neue Projekte im Kulturbereich zu machen, was erstmal ein relativ offener Rahmen ist. Das heißt, einerseits geht es darum, die schon bestehenden Projekte am Lenau-Haus weiterzufördern, aber auch neue Projekte zu entwerfen. Einerseits möchten wir ganz gerne jetzt nach der Wiedereröffnung des Lenau-Hauses neue Projekte anbieten. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, einmal generationenübergreifend das Lenau-Haus wieder als Treffpunkt für alle, die sich mit der deutschen Kultur, Sprache und Tradition auseinandersetzen möchten, zu öffnen, aber auch gleichzeitig noch mehr jugendgerechte Angebote anzubieten. Das heißt, zum Beispiel arbeiten wir gerade daran, ein Sprachcafé aufzumachen und eine Spielerei. Das heißt, dass wir dann einmal wöchentlich Termine jeweils haben, zu denen die Leute ins Lenau-Haus kommen können, arbeiten aber auch noch an anderen Projekten, die vor allen Dingen im Bereich von zum Beispiel Podcasts liegen sollen und ein bisschen stärker noch die deutsche Minderheit repräsentieren können in medialer Ebene. Ich glaube, dass es ein
Phänomen überall auf der Welt ist, dass sich Jugendliche natürlich immer ein bisschen mit anderen Themen auseinandersetzen als ihre Eltern- und Großelterngenerationen. Und allerdings ist es besonders für Minderheiten ein sehr großer und wichtiger Punkt, was die Vermittlung von Sprache angeht und auch von Biografien. Und ich glaube, dass es sehr oft so ist, dass man erst wirklich merkt, wie wichtig diese Punkte gewesen wären, wenn eventuell eine ältere Generation gar nicht mehr da ist. Deswegen setzt sich das Lena-Haus ganz aktiv dafür ein, dass also diese Vermittlung von Wissen und Sprache zwischen verschiedenen Generationen jetzt schon stattfinden kann. Ja, und das ist natürlich eine unglaublich große Bereicherung, eine Sprache mehr zu können und besser zu können als das, was man vielleicht in der Schule lernt, beziehungsweise gibt es in Pecia Schulen, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch Deutsch unterrichten oder Unterricht auf Deutsch anbieten. Aber ein Ort wie das Lena-Haus kann nochmal ein bisschen mehr zu einem Austauschort werden, wo die Jugendlichen dann auch selbst entscheiden können, über welche Themen sie gerne reden möchten. Also Pec ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Das Lena-Haus ist auch ein unglaublich toller Ort. Ich bin sehr glücklich mit meinen Vorgesetzten. Wir sind ja ein relativ kleines Team hier am Lena-Haus, aber genau, der Umgang ist sehr schön und ich fühle mich sehr wohl. Die neue Saison des Zentrum Programme im HDU, des Ungarn-Deutschen Kultur- und Informationszentrum und Bibliothek, begann mit einem lustigen Musikvormittag für Kinder in Budapest. Eine Gruppe aus Sechsad unterhielt die Kinder. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.